Im Potsdamer Viertel am Neuen Garten erinnert heute nur noch wenig an die sowjetische Besatzungszeit. Die Ausnahme bildet ein früheres evangelisches Pfarrhaus in der Leistikostraße, das das KGB 1945 in ein Gefängnis umwandelte. Man könnte meinen, die Rote Armee wäre erst gestern ausgezogen. Nach ersten Erkenntnissen wurden hier bis 1955 rund 1200 Häftlinge in 36 Einzel- und Gemeinschaftszellen misshandelt und gefoltert. Es waren Frauen und Männer, es waren Jugendliche und es waren alles Personen, deren Handlungen in der einen oder anderen Art und Weise in Richtung Spionage ausgedeutet wurde. Es sind sehr unterschiedliche tatsächliche Vorgänge, die sich dahinter verbirgen können. Das kann eine Fahrt mit der S-Bahn nach West-Berlin gewesen sein. Bis 1955 wurden hier deutsche Zivilisten unter dem Vorwurf der Spionage inhaftiert und bis Mitte der 80er Jahre auch sowjetische Soldaten, denen Fahnenflucht vorgeworfen wurde. Ein sowjetisches Militärtribunal erhob die Anklage unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Insassen wurden zu 25 Jahren Haft im Arbeitslager verurteilt oder zur Todesstrafe. Die Geständnisse wurden in der Regel durch Foltermethoden erpresst. Dafür sperrte das KGB die Häftlinge tagelang in dunkle Zellen unter unmenschlichen Bedingungen. Einige Häftlinge sagen, dass der Raubputz dazu da war, um das Klopfen zu verhindern. Das Klopfen war die Form, wie man in einem Gefängnis Nachrichten übermittelte. Und man hätte sich an diesem Raubputz die Hände blutig geschlagen. Andere sind der Meinung, dass der Raubputz auch deshalb verstärkend in dieser Zelle war, weil es verhinderte, dass man sich anlehnen konnte. Denn es tat sehr weh, sich an den Wänden anzulehnen. Im Keller des Hauses finden sich weitere Folterzellen. Eine davon misst gerade mal einen Quadratmeter. Sie ist so klein, dass man sich nicht hinlegen kann. In diese Zelle wurde Günther Martins 1951 für 2 Tage eingesperrt. Die Gedenkstättenleiterin schildert die Qualen des Häftlings. Das Schlimmste, was neben der Angst und Ungewissheit und des Hungers hinzukam, war der Luftmangel. Wir sehen hier eine ziemlich starke Metalltür mit dem entsprechenden Rahmen. Und nach 2 Tagen wurde die Luft sehr knapp. Und er berichtet, dass er also mit dem Gesicht immer dicht an den Türverschluss ging, um möglichst alle Luft, die von außen noch reinkommen konnte, aufzusaugen. Günther Martins überlebte auch die Haft im sowjetischen Arbeitslager. Weitere Zeugnisse der Unmenschlichkeit sind in die Wand einer anderen Zelle eingeritzt. Die Anzahl der Hafttage als Strichliste oder der Name und die Adresse einer anderen Gefangenen. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte werden nun allen Hinweisen nachgehen und versuchen, die Geschichten der Häftlinge zu rekonstruieren. In den vergangenen Jahren ist hier ein Haus der Erinnerungen entstanden. In Zukunft soll eine Dauerausstellung im ehemaligen KGB-Gefängnis entstehen.